Oh, sehr geehrte Damen und Herren, willkommen bei Alex Show. Ich heiße Dima und gemeinsam mit DJ Yarik sorgen wir für die Stimmung. Ich will nicht wirklich angeben, aber tatsächlich fand ich meine eigene Hochzeit ideal. Sie war einfach fantastisch. Wir haben sehr viel gelacht, getanzt, gesungen, aber tatsächlich das, was am Ende in Erinnerung bleibt, ist der emotionale Aspekt. Denn eine Hochzeit ist äußerst emotional und sie hat auch eine gewisse Struktur. Wir fangen langsam an, beschleunigen uns und am Ende kommen wir dann zum Höhepunkt, sodass dann das Ende einfach alle umhauen wird. Ich sage gern, dass ein Hochzeitsmoderator der vorübergehende beste Freund des Brautpaars ist. Denn eine Hochzeit soll vielleicht nicht der beste Tag des Lebens sein, aber einer der besten Tage. Und es ist auch sehr wichtig, dass Sie jemanden an Ihrer Seite haben, für den es tatsächlich wichtig ist, dass Sie diesen Tag auch so erleben. Und ein Hochzeitsmoderator ist nicht nur für Sie da, sondern für alle Teilnehmer. Und er bringt alle Teilnehmer zusammen, verbindet sie, vereint sie, damit die gemeinsam zum besten Tagen des Lebens beitragen. Sofort möchte ich sagen, welche Spiele es nicht geben wird. Nichts Perverses, nichts unter der Gürtellinie und auch keine Spiele, bei denen Teilnehmer fluchen müssen. Was ich aber gerne anbiete, sind tatsächlich Spiele, wo viele Teilnehmer involviert sind. Das heißt, wir können zum Beispiel einen Tanzflashmob machen, ein Battle zwischen Frauen und Männern oder junge Generation gegen die ältere Generation. Das Brautpaar musste sich vor der Hochzeit um sehr vieles kümmern. Die mussten sich sehr viele Sorgen machen. Und ich bin der Meinung, dass sobald die Hochzeit angefangen hat, ist es dann meine Sorge, sich um alles andere zu kümmern. Deswegen bin ich immer 2 Stunden vorher da. Ich helfe dem DJ beim Aufbau, überprüfe, sind alle Lieder da oder nicht, spreche mich mit der Küche ab, ist die Torte fertig, haben wir alle Requisiten, sind wir bereit für die Hochzeit? Und ich bin einfach der Meinung, dass, falls ich das Brautpaar Sorgen um irgendwas macht während der Hochzeit, dann mache ich meinen Job falsch. Ein wesentlicher Unterschied zwischen einer Hochzeit und einer ganz gewöhnlichen Familienfeier sind tatsächlich die Traditionen. Und die machen eine Hochzeit aus und die müssen auch dabei sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig zu beachten ist aber, dass wir alle Traditionen auf eine traditionelle Art und Weise durchführen können oder etwas komplett Neues erschaffen. Wir können zum Beispiel anstatt von Blumenstrauß können wir einen Kaktus werfen. Meine ich natürlich nicht ernst, das soll lieber nicht sein. Aber Sie sehen schon, man kann aus etwas, was total banal und konventionell ist, etwas komplett Neues erschaffen, eine komplett neue Art und Weise. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good.